Jojojo, Freunde, wir sind zurück bei Anno 1800, hier im Szenario der silberne Käfig und wir haben noch einiges zu tun, nicht wahr? Ich bin auch einiges noch am Ausprobieren, ob das soweit funktioniert wie gehofft und so und ein wichtiger Schritt für uns wäre ja mal die Obreras auszubauen. Und dafür wollen wir noch ein paar mehr brauchen, vor allem natürlich auch hier mit der Fischsuppe. Und ich würde sagen, ich versuche mal ein bisschen was und gucke dann, was passiert. Lange so wie immer. So, okay, lassen wir das mal jetzt bei den paar. Jetzt gucke ich mal wegen der Fischsuppe. Scheint ja hier etwas sehr, sehr Wichtiges zu sein. Ich nehme an, dass die hier das auch brauchen würden, die Fischsuppe. Die kann ja eigentlich sowieso mal die Häuser durch solche Häuser ersetzen. Wo ich ja auch schon gehört habe, dass die Hacienda nicht so wichtig sein soll. Quasi diese, ja, diese Häuser hier, das sind auch... dass ich mit dem Mehraufwand gar nicht lohnen soll, angeblich, wobei ich das gar nicht verstehe. Aber naja, ist aber meine eigene persönliche Meinung, dass ich nicht verstehe und so. Okay, die sind hier noch am Bauen. Wir müssen uns auch langsam mal um Gedanken machen für neue Inseln hier unten. Denn hier gibt es zum Beispiel auch Flachsfruchtbarkeit, die wir hier zum Beispiel gar nicht haben. Also irgendwie... hier und da mal noch eine neue Insel erkunden, kann wohl nicht so schaden. Genau. Ein bisschen Zeit haben wir noch und deswegen, sag mal gucken. Also wir brauchen Fische, Fischerei, da ist klar. Bauen könnte ich's. Aktuell fehlen uns noch ein paar Einwohner, das liegt aber auch daran... Ich frage mich, ob man dieses Wasser nicht effektiver nutzen könnte. Reservoire vergrößern. Also, Unterhaltskosten. Die Kanäle verschmälern. Kapazität dafür Unterhaltskosten minus 50. Nee. Produktivität. Aber dafür hätten wir den wieder Wassergewinnung. Alle Produktionsgebäude für Silber. Finde ich nicht so geil, Freunde. Ganz ehrlich, sage ich lieber ein bisschen mehr Kohle investieren. Genau. Das heißt, wie hoch geht er jetzt? Auf 160 sogar insgesamt. Okay, krass. Natürlich, es dauert trotzdem, bis das Ganze irgendwie mal was gemacht wurde. Haben wir eigentlich irgendwelche Items? Ne, mal so warten. Beim anderen Szenario, eben am Ende haben wir nämlich schon irgendwelche Start-Items. Können wir uns auch schon mal darauf freuen. Okay, jetzt brauchen natürlich vier unten, das ist klar. Dann eben die Gewürzfarmen. Könnte ich eigentlich auch so bauen, aber wir haben hier ja die Hacienda Farmen, da würde natürlich das sich schon irgendwie mehr lohnen. Muss noch ein bisschen gucken, wie ich den irgendwie optimierter platzieren kann, wenn wir hier noch eine Feuerwache haben. Was wird hier oben? Na gut, es fehlt zwar da unten wieder ein bisschen was, hatten wir schon mal. Ich kann den auch hier hinbauen. Ich glaube, es wird bis oben hin reichen, oder? Ja, okay, das wird gehen. Was? Also, Entschuldigung. Das wollte ich jetzt nicht. Also, bereiten wir uns mal darauf vor. Eine Fischsuppenküche, da war ja was. Und zwei Gewürzfarmen. Ist natürlich jetzt die Frage, aber auch alles irgendwie in der Nähe. Das heißt zum Beispiel hier. Und dafür, ja, das war natürlich Hacienda-Gewürzfarmen, ne? Eigentlich habe ich ja hier schon zwei, die ich aber aktuell noch nicht nutze. Ich den jetzt wirklich mal hier unten hin verschiebe. Okay, warte mal. Wäre das eine Option? Ja, das wird gehen. Also natürlich jetzt nicht, wie groß die Felder hier sein müssen, wenn ich jetzt hier das Ding wechsle. Sind es immer 100, wa? Okay. Also ich könnte den eigentlich wieder hier hin parkieren. Außer, ich hätte hier keinen Platz dafür. Ja, wobei für später nachher, weil wir bauen die Hacienda ja aus, da ist nicht so das Problem. Das haben wir schon festgestellt, je mehr Einwohner wir haben, desto größer wird die Hacienda. Das wird schon funktionieren. Die dann hier unten mache, das müsste auch gehen. Wir haben ja den hier. Jetzt noch ein bisschen Ziegel braucht. Alter, Ziegelproduktion, ey.
Mach dir deine Protze. Die können ja auch mal ein bisschen schneller vorangehen. Ich bin natürlich noch im Monsun. Gut, beeinflusst vor allem die hier. Produktivität sinkt ansonsten. Naja. So, also warte mal. Dann haben wir eine Fischerei. Dann haben wir auch gesagt, brauchen wir zwei. Ne, warte mal. Drei reicht eine aktuell. Okay. Aber nochmal genial gebaut hier. Aber schon mal ein bisschen planen, wie ich das Ganze denn künftig machen will. So, den Hafen. Anlegestelle gehe ich noch nicht. Okay, gehen wir da hin zurück. Wir machen es direkt so. Materialien, Stadt, Besserung, Ochskampfarena. Ja, die kommt auch noch. Kautschukplantage. Hier haben wir keine. Haben wir denn hier unten Kautschuk? Ah, okay, auch. Kautschuk ja auch noch, okay. Dann wäre es natürlich gut, wenn wir die Insel hätten. Wir haben hier keine Mitspieler, also das ist nicht so wichtig. Ich glaube, den brauchen wir für Silber, nehme ich jetzt mal stark an. Okay, okay. Das heißt, trotzdem brauchen wir noch eine Segelschiffwerft. Irgendwann wird es mal soweit sein, dass wir die benutzen werden. So. Jetzt hier, hä? Die Farm will ich jetzt hier unten machen, weil ich die Hoffnung habe, dass es hier dem Wasser und so irgendwie hier durch auch gehe, damit es da oben bewässert ist. Oder hier, wobei, ganz ehrlich. Das ist mir überhaupt eine kluge Idee, was ich jetzt hier gebaut habe. Warte mal. Super Kapazität. Wenn die natürlich jetzt verschieben, schmeißen das halt alles weg. Lieber mache ich es jetzt einmal richtig und nachher ständig. Mache ich es hier und dann über die Dinge, eventuell auch eine Option, war. Naja, komm, scheiß drauf. Jetzt kann ich ja theoretisch die Dinger hier so verlegen. Rein theoretisch möglich. Falls ich mal noch beabsichtigen würde, dass es hier dann weitergeht, dann wäre es bis hierhin. So, und hier mit den Feldern wäre natürlich die Idee, dass dann irgendwie. Tja, mach das dann. Einmal so durch und einmal da. Ne, da geht irgendwie auch nicht. Kann ich noch ein bisschen nach unten verschieben, damit ich irgendwie. Ah, genau, warte mal. Ich kann die Straßen dazwischen legen. Die Kanäle meine ich halt. Das war doch mal eine Idee. Die Kanäle dazwischen verschieben. Dann kann ich es hier jetzt vielleicht mal. Temporär natürlich, ne? Das mal so machen. Genau. Irgendwie hier hin oder so müsste eigentlich gehen. Ich sehe vier Felder. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Okay, dann müsste gehen. Und dann müsste es eigentlich so funktionieren. Kann ich theoretisch dann hier nochmal eine bauen. Wobei 100 Felder werden hier ein bisschen schwierig. Oder? Wir können es mal testen. Würde ich hier nochmal 100 Felder hinkriegen? Ja, knapp, aber es wird gehen. Aber will ich das wirklich da irgendwie so hingepfercht? Weil ich müsste hier dann auch wieder dazwischen ziehen. Ah, da wird doof. Das wird doof, Freunde. Das wäre jetzt eigentlich so ein bisschen temporär, aber was kannst du da versuchen? 117 hätte ich aktuell, alter Schwede. Schon ein bisschen viel.
So, warte mal, die Phase hier ist bald abgeschlossen. Nachher wäre eigentlich dann mein Wunsch, dass ich hier noch nach da unten gehe und hier eine Verbindung zu dem hier hätte. Und da hoffen, dass ich irgendwie dann das Wasserreservoir quasi teilen kann. Wie gesagt, ist mal ein bisschen zum Testen, ob das überhaupt funktionieren würde. Cool wäre es irgendwie schon. So. Also. Ja, Entschuldigung. Konnte ich nicht riechen. Also. Dann haben wir das noch, wir haben das noch. Wie generell jetzt Dinger so aus, Produktion. Ja, erstmal um die hier. Okay, das hier wird schon knapp, wie man sieht. Schade eigentlich doch. Das Tier, wenn die natürlich bereits ausbauen müsste. Hängt um Kacke. So, warte mal. Natürlich brauche ich nur dann 100, wenn ich ein Schiffchen bauen würde. Bis dahin noch nicht. Ja, jetzt halt das Problem. Was mache ich jetzt? Weil. Auch mit den Ziegenfarmen, ne? Ich brauche irgendwie auch Wasser. Das ist gar nicht mal so wild. Doch, doch, guck mal. Ziegenfleisch. Und das Ding, doch, doch. Sehr gut. Die Monsun hält noch ein bisschen. Mal gucken, wo man. Okay, der wäre da unten. Das Ziel ist eigentlich, dass ich irgendwie mehr Richtungen gehe. Das irgendwie weiter unten würde mir Sinn machen, wa? Also. Wenn ich schon richtig mache oder wenn ich schon irgendwas mache, vielleicht gerade richtig. So. Gab der Plan überhaupt? Schon mal 50 war. Doch, doch. 20 plus 10 gesammelt gibt 30. Ich habe natürlich noch kaum was gesammelt, aber es würde aufgehen. Krasse Scheiße, Freunde. So. Also rein theoretisch wäre das mal eine Option. Natürlich müssen die ja wesentlich mehr Dinger sammeln, aber dann würde ich sagen, darum geht, dass ich mehr und mehr von diesem Fundament habe, wa? Ach du Scheiße. Hier bin ich. Das Segel. Kann ich ein Segel produzieren? Noch nicht, oder? Ein Verstand so trocken wie der Boden. Ah, war ein Flachs wieder, okay. Da ist, ich muss eigentlich, wobei ich habe eigentlich den hier noch. Mit Waren an Bord wohlgemerkt, ich habe noch gar nicht ausgepackt. Okay, sei es drum. Dann legen wir mal los, Freunde. Wir bauen hier eine Insel. Was kann ich hier auch entlang gehen? Hier ist glaube ich zu klipperig. Dann gehe ich halt hier unten hin. Besiedle mal die Insel hier unten. Sie haben mein Silber. Du war aber schnell. Sie waren erfolgreich. So eine Überraschung. Hm. 50.000 um hier zu bekommen? Nee. Die nächste Lieferung schwerer. Die nächste Rate ist etwas höher, dafür halten sie ein neues Schiff. Nee, nee, passt schon, danke. Silberbarren, okay, jetzt geht schon richtig los. Das Problem ist eben, Silberbarren brauchen wesentlich mehr Obreras, Obreros, whatever. Die Hälfte ist schon mal geschafft. Grau und trist. Dass Ihnen die Arbeit in den Minen so liegt, Oliveira. Ich glaube, ich werde Ihre nächste Rate erhöhen. Danke, du Arsch.
66, ja, eben wäre natürlich maximal. He? Aber da dazwischen ist schon fast voll. Also hier können wir, glaube ich, sogar beobachten, wie hier die Dinger steigen. Ja, das klappt relativ gut eigentlich. Also eben, wir brauchen wesentlich mehr als nur ein Reservoir, he, weil das funktioniert nicht. Wobei, wenn ich jetzt hier oben... Vielleicht hier nochmal eins? Pff, ich weiß nicht, Leute. So ein Reservoir bauen dauert halt auch ewig. Ich muss halt leider mal irgendwie damit anfangen. Klar kann ich die Dinger hier auch ausweiten nach hier oben hin. Vor allem, wenn es hier unten mal ein bisschen knapp wird, das wird auch gehen. Und der Vorteil ist halt, ich habe einen Ausgangswasserstand von 20, also insofern würde sich mehrere Reservoir auf einer Insel schon lohnen. Das habe ich alles, das ist nicht das Problem. 15 Minuten kriegen wir auch hin, währenddessen. Und haben natürlich auch noch Gegenwind. Ach du Scheiße. Das Problem war, was sollen wir sonst machen? Man, die kann ich natürlich auch ausbauen, ne? Da ist nicht das Problem. Maisplantage, Tortillabäckerei, aber halt scheiß Ziegenfleisch und Mais, wie man es gesehen hat, braucht es halt trotzdem irgendwie. Zweimal Mais dafür. Und zweimal Ziegen. Ja gut, ich meine, ich kann sie natürlich mal vorbereiten, oder? So ist er nicht. So, irgendwie in diesen Schritten. Ah, da hat mir das System aus dem Besa besser gefallen. Ja, wesentlich besser. Jetzt mal ganz ehrlich. Ein bisschen kacke ist es ja schon. Tortilla bleibt stabil. Ja, auch nur weil ich jetzt halt Dinger so ausgerichtet habe. War mit stabil. Was haben wir denn? Klar, ich habe hier ein Ding. Verkannte Rationen. Zufriedenheit auf minus 20. Brandgefahr höher. Hm. Nicht geil. Und viel zu weniger Kaffee, Tortillas und Fischsuppe. Warum eigentlich deswegen die Krankheitsgefahr hochgeht, verstehe ich auch nicht. Der Kaffee ist noch zu früh, aber na, das Problem ist halt scheiße. Wie sieht es aktuell aus dem Rum? Rumproduktion. Mein Holz haben wir, das dürfte nicht so das Problem sein. Und dann nochmal irgendwie Sägewerk deaktivieren, kriegen wir schon hin. Die Rumbrennerei, ja, geht auch, aber ich habe einfach zu wenig grüne Flächen. Oder doch mal, warte mal, was du da machen könnte. Beziehungsweise um es mal zu testen, wenn ich jetzt hier die Ziegenfarm verschiebe.
damit überhaupt nichts mehr davon im grünen Bereich drin ist. Was kann ich für dich tun? Ich dachte, es kann verbessert werden, aber es braucht es nicht. Oder? Ja eben, kann verbessert werden. Hat die Kombination mit dem Silos zu tun? Nee, auch nicht. Photosynthese, Produktivität plus 10%. Also ich verstehe noch nicht ganz, wie das jetzt durchs Wasser verbessert werden könnte. Momentan sehe ich keinen Besserungseffekt. Und deswegen sind wir Freunde, wenn ich eh keinen Verbesserungseffekt sehe, warum denn überhaupt den versuchen? So, theoretisch mal für den zweiten. Wenn es mal notwendig werden sollte. Dazu kommen wir gleich, denn ich brauche hier eine neue Insel. Da eben. So. Was ich mich hier noch frage ist, wir haben natürlich auch hier überhaupt nichts Grünes, also wird hier auch Wasserreservoir brauchen, bis zum geht nicht mehr. Hacienda bauen will ich jetzt eher weniger. Wie sieht es eigentlich mit dem Marktplatz aus? Kriege ich irgendwie, keine Ahnung, einen Bonuseffekt oder so, wenn ich jetzt irgendwie ein Ding baue? Vermutlich nicht, aber nehmen wir jetzt einmal runter. Ich will jetzt eine komplett neue Insel mit neuen Ein... Ach du Scheiße. Okay. So Leute, hier mal richtig eskalieren. Ja, mein Hälfte kriege ich so schon mal voll, ne? Also immerhin schon mal plus 5. Ich denke, vielleicht irgendwie Tortillas auch wegnehmen und sage, Tortillas gibt's für euch nicht. Wäre zwar ein bisschen gemein zugegeben, aber was willst du machen, wa? So, Silbererz vorkommen, könnte ich ihn natürlich dann auch noch schürfen.
Dann geht es hier um andere Produktionen erstmal nach hier oben. Ich brauche hier natürlich eine eigene Holzproduktion, wenn wir schon so viel Platz haben. So, Freunde, hätten wir das auch mal. Genau, kann das mal noch ganz kurz zurückgeben. Und dann geht es wieder hier hin. Und jetzt haben wir das Problem, was wir vorhin schon hatten: Siloproduktion, wir brauchen dringend mehr Obreras. So. Aber wir haben die, das funktioniert immer noch. Okay. Ich kann theoretisch die hier. Moment. Wo wir da schon wieder vorbei war. Scheiße. Ja, das kann's geben. So, jetzt habe ich hier eine Maisproduktion und hier eine. Wenn ich jetzt hier sage, come on, wir machen das jetzt anders. Ich hätte gerne nochmal eine Rumbrennerei. Warum das Ganze? Genau, natürlich aus dem Grund, damit wir hier mit Holz und noch ein bisschen mehr Zuckerrohr und auch von dem noch einen zweiten bauen können. Das jetzt auch mal temporär hier drüben. So, zündige Einwohner, das war zu erwarten. Doch, doch, eigentlich schon, zumindest langsam mal. Das liegt daran, weil ich hier nochmal einen am Bauen bin. Der baut noch ein wenig. Okay, dann schalte ich euch mal ab. Wir sind einmal a la sombra. A la sombra, sombra. Ja, natürlich nichts an Lager, das war zu erwarten. So. Den theoretisch auch noch. Okay, jetzt müssen wir wesentlich mehr Rum dann haben. Das heißt, warte mal, der Rumverbrauch jetzt offenbar gestiegen ist, warum auch immer. Und dort hier, wegen der anderen Insel natürlich noch, Entschuldigung. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, hey, yo, Flüssigmacher, damit ihr weniger verbraucht. Ich habe nie daran gezweifelt. Dann geht es mit dem Rum wieder ein bisschen aus, wa? Trotzdem so rum, Tortilla brauchen die verdammt viel. Das ist aber hier genauso, also auch wenn ich die jetzt so belasse oder neue Häuser baue, das ändert sich daran gar nichts. Ach, bestimmt nur das Wetter. Die alten Narben schmerzen wieder. Es ist nichts Besonderes, aber was willst du erwarten? Das stimmt natürlich auch wieder. Problem ist Silbererz, ich brauche einfach die Obreras. Da kann ich machen, was ich will, Freunde. Ich brauche erstmal die. Dann kann ich hier theoretisch alles andere noch ausbauen, noch mehr machen. Vielleicht sogar eine eigene Tortillaproduktion hier, wenn er mit dem Boden und so hätte. Was ich erstmal brauche, ist das Ding hier, wa? Bewässerungsanlage. Alter Mann. Problem ist, alleine schon eine Bewässerungsanlage selber kostet auch schon viel Ziegel und ich habe hier natürlich gar keinen Ziegel, war aktuell. Ich meine, bauen kann ich schon. Bald. Und nachher ausbauen mit dem Problem. Genau, wenn der dann hier ist, muss der irgendwie weg.
Hat vor allem hier angeschlossen werden, damit ich dann irgendwie hier drüben noch was machen könnte. Das Ding hier noch durch und da noch durch. Das Ding kommt dann weg. Also irgendwo anders hin halt. Vor allem hierfür halt. Ja gut, also man sieht, optimal ist garantiert nicht, weil ich glaube nicht, dass ich bis zur zweiten Lieferung schaffen werde. Das haben wir jetzt selber gerade in ein Ei gelegt. Aber, hey. Ist ja nichts Neues, Freunde, wa? So, machen wir hier noch irgendwie etwas? Ruht euch noch ein wenig aus. Es wird eine lange Reise. Der Weihnachtsmann wieder mal da. Zu Ostern vor allem. Mhm, sehr schön. Nach Ostern, wie auch immer. Sehr gut. Sag mal, der Stil. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei 1800. Hoffentlich mit der Rumbrennerei und so. Die sollen sich einfach glücklich saufen und dann können wir alles andere besser handhaben. Oh Mann, ey. Bis dahin. Bye, bye.